zusammen. So, willkommen zu einem neuen Ausflugstipp. Heute sind wir im schönen Berner Oberland unterwegs. Wohin das es geht, das erfahren wir jetzt gerade. Heute starten wir den Ausflug mal ein bisschen anders. Und zwar gönnen wir uns zuerst das feines Matrosen zum Morgen. Eine schöne Fahrt gewesen, vor allem wenn man dazu noch so fein kann zmörgeln. Der Thunersee gefällt uns besonders gut, nicht nur wegen dem schönen Bergpanorama, sondern auch wegen den vielen Burgen und Schlössern, die man während der Fahrt sieht. Wir sind jetzt hier aber bei der Beatenbucht ausgestiegen. Und ja, mit dieser Region hier verbinden wir etwas ganz Besonderes. Und zwar haben wir hier vor ziemlich genau 2 Jahren unseren allerersten Blog auf Schweizerdeutsch aufgenommen. Wir werden gerade irgendwann hier oben verlinken, da könnt ihr selber mal reinschauen und dann beurteilen, ob wir uns in dieser Zeit ein bisschen verbessert haben. Wir nehmen jetzt die Zahnradbahn und fahren auf den Beatenberg. Und dann würde ich sagen, wir melden uns, sobald wir oben sind. Also wir sind jetzt von Beatenberg hier in die Mittelstation hochgelaufen. Es sind so knapp 2 Stunden. Und ja, wir gehen jetzt das mal nicht ganz hoch bis aufs Niederhorn, sondern nur bis hier hin. Weil wir rüsten uns jetzt gerade da hinten noch aus für die nächste Etappe. Aber es macht noch Hunger, darum gibt es jetzt etwas. Ja, mit den Trottinen kommt man echt schnell den Berg durchab. Wir sind jetzt darum auch schon wieder am See unten, genauer in Gunten. Das ist nur gerade ein paar Minuten von der Beatenbucht entfernt. Wir haben zuerst mit dem Bus direkt auf Thun fahren, sind dann aber spontan hier ausgestiegen, weil wir gedacht haben, wir können gleich noch schnell an See ein Bädchen nehmen. Und ich glaube, wenn man hier rum schaut, ist das keine schlechte Entscheidung gewesen. Wir haben hier ein Strandbad gefunden, das sogar gratis ist. Und auch wenn der See ein bisschen kühl ist, mit seinen nur knapp 20 Grad, ist es doch herrlich, nach so einem Tag
noch mal kurz in den See zu hüpfen und dann schön frisch heim zu gehen. Ja, ich glaube, darum, das ist ja das, was wir jetzt noch mal machen. Wir pumpen noch mal rein. Aber dann nehmen wir, glaube ich, die Kamera nicht mit. Nein, ich glaube, besser nicht. Ja, und da hoffe ich, dass es euch gefallen hat, heute dabei zu sein, dass ihr den Ausflugstipp könnt mitnehmen könnt und dass ihr hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn wir mit dem Ausflugsabo unterwegs sind. Und ja, würde ich sagen, macht's gut, habt Sorge und bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.